Wenn ihr dort oben irgendwelche Untoten braucht oder Chimären, Golems, sagt Bescheid. Ich kann euch sicherlich irgendjemand mitgeben. Ich denke, wir Ein können danken. Konstrukt, vier Arme, sechs Arme, ein paar mehr Füße. Sagt einfach Bescheid. Ich kann euch sicherlich etwas zusammennähen. Denke, wir können dankend verzichten. So großzügig das Angebot auch ist, ich habe immer noch von dem letzten Mal einen Schauer über den Rücken. Uah. Nun, wir wollen nicht länger eure Zeit verschwenden. Wie gesagt, wir bedanken uns herzlich für eure freiwillige und großzügige Auskunft. Es ist an der Zeit. Nicht wahr, meine Herren und Damen? Ja, Yes. Magister, ihr wart in der Tat sehr hilfreich. Ich werde beim Herrn Preuers um Erlösung für eure Seele bitten. danke. Und so könnt ihr mit einem sehr mulmigen Gefühl im Rücken den Rückweg wieder Überdreht sie noch einmal um, gerade beim Gehen. Eine kleine Frage habe ich da noch. Er tritt nochmal zwei Schritte auf ihn zu und spricht etwas leise, aber die anderen können das wahrscheinlich trotzdem hören. Ihr hattet einen Pakt und ihr habt ihn gebrochen. Korrekt. Ihr habt für den Pakt irgendetwas bekommen, oder? Das ist richtig. Warum sollte, ja? Habt ihr es behalten können, nachdem ihr den Pakt geschafft habt zu brechen? Das ist etwas, was wahrlich unmöglich ist. Ich habe schon mit einigen Paktierern gesprochen. Es soll da diese Borbaradianerin geben. Sie ist anders als alle anderen. Ihr Name ist Azrael Scharlach gerade. korrekt. Er nickt dir anerkennend zu und lächelt dich wieder schmallippig an. Sie hat eine fixe Idee davon, einen Pakt so zu brechen, dass sie ihre Gaben behalten kann, aber einem jeden anderen wurden diese Fähigkeiten wieder genommen. Bei mir war es lediglich das Erheben von Untoten, was unglaublich einfach fällt, wenn man einen solchen Pakt innehat, aber es ist auch, wenn man einmal verstanden hat, wie dies funktioniert, gar nicht mehr so schwer. Andere Erzdämonen schenken einem einfach nur das Leben, wenn man sie in Verzweiflung anruft und ihr Name in Angst gebrüllt wird. Dann sind ihre Geschenke das Leben, aber nicht sonderlich mehr. Dieses behält man dann jedoch, wenn man diese 24 Stunden überlebt. Das ist das einzige Geschenk. Danke. Irfen neigt noch einmal tief. Und holt dann schnell den Schritt auf zu den anderen wieder. Unterwegs murmelt er leise in seinen nicht vorhandenen Bart. Sie hat's doch geschafft, unbeschreiblich. Wie war da, bis wir draußen sind? Meine Herrschaften? Was macht ihr aus diesem Gespräch? Ja, das, was wir schon gesagt haben. Wir nutzen das, was wir gehört haben, den Rest vergessen wir besser. Beziehungsweise schieben ihn in den Teil unseres Kopfes, der niemals ausgesprochen wird. Das ist wohl etwas, worum wir uns kümmern können, wenn es wirklich so weit kommt. Denkt ihr, wir können ihn trauen, was Galotta angeht? Ich denke, er wird ihn tot sehen. Ich denke, es ist ein Versuch wert. Wenn es auch nur dazu ist, Galotta zum Reden zu bringen, ihn abzulenken und einen anderen Plan in die Tat umzusetzen. Was ist wohl die Magierphilosophie? Petzerei. Ist nicht das, wofür man Poschinski damals verbannt hat? Wen? Ein Magier. Ich weiß nicht, ob er Hofmagier war. Jedenfalls war er wohl ein ziemlich hohes Tier. Die Inquisition wollte ihn auf den Scheiterhaufen stellen, aber der Kaiser hat gesagt, er mochte ihn wohl sehr und hat ihn deswegen nur verbannt. Jetzt sitzt er in
Irgendwo im Sveltar jedenfalls und macht da seine Dinge. Wenn ihr klug seid, beschäftigt euch nicht mit solchem Wissen. Es ist gefährlich, nicht nur für euch, für eure Seele. Ihr wendet euch ab mit diesem Wissen von den Göttern. Jetzt sieht Ömer, wie ich die Augenbrauen ziehen sich zusammen. Warum sollte ich mich von den Göttern abwenden? Das ist doch nur Wissen. Ehre Helwinde lehrt uns, dass es verborgenes und verbotenes Wissen gibt. Manchmal muss man einsehen, dass etwas zu Letzterem gehört. Ist nur eine Warnung. Beschäftigt euch nicht mit solchen Sachen. Nun, was machen wir als nächstes? Wir haben, wenn ich mich nicht irre, einen Termin bei den versammelten Magistern, der vertrauenswürdigen gilt. Ja, vorher sollten wir noch die übrig gebliebenen Haare mitnehmen. Sollten wir wohl. Brahe war, Gottes Willen, ihr kennt die Strecke, glaube ich, besser als ich. Dort hinten hoch? Exakt. Ich sag's euch nicht, jetzt mal, wenn ich Polbera sehe, verpasse ich immer eine. Wenn ihr die schafft. Nun gut. Ja, ich will schnell die hochflitzen nochmal und die restlichen Haare abholen. Ja, kannst du machen. Liegen dann irgendwo bei Pra in den Laboratorien bereit. Kannst dann kurz mit ihm diskutieren und dann gibt er dir die Haare wieder mit. Er hat sowieso gerade wenig Interesse damit noch was zu tun. Er hat da jetzt seine Aufgabe erfüllt mit diesen Haaren und wenn du sie wieder einsammeln willst, sie gehören ja auch irgendwie euch. Zumindest habt ihr sie euch verdient. Ich würde mich noch bei ihm bedanken. Und dann schnell wieder runterflitzen. Ja. Winke so mit dem Umschlag wahrscheinlich. Und ich hab sie. Schick sie eine ins Revier. Ah, sehr schön. Wir sollten auch zu dem Hochkönig noch gehen. Je eher wir mit ihm über die Verteidigung reden, desto besser. Ich glaube nicht, dass ich das aushalte. Er wird wieder versuchen, Finsterfang an einer Balliste zu spannen. Wir sind hier sowieso gerade in Eschenrod. Ich weiß jetzt nicht gerade, wo Stygoma rumläuft, aber wir können ja auch zu ihm gehen. Stimmt, vielleicht hat er den Status vergessen, sein Deck, vielleicht war er der Typ. Wenn wir sowieso bei Stygoma vorbeilaufen, könnten wir auch mit Eisinger reden, was die Lanze angeht. Ich glaube, Eisinger sollte ja immer noch im Ingrim-Tempel sein, aber wir können ja mal bei ihm vorbeischauen. Also gut, weiß jemand, wo wir den Boron-Tempel in Eschenrod finden? Klar. Ömer weiß dann das. Dann führe uns. Ja. Nee, gar nicht. Ömer war letztes Mal nicht mit, aber die andere... Ömer hat da hier oben Carfix beobachtet, hat deswegen die Gegend ja so ein bisschen... Stimmt. Ja, das ist richtig, aber du warst, als die anderen im Boron-Tempel der Schwarzen Licht waren, warst du bei Adeptus Major Eldan Gorbas. Das weiß ich auch noch. Jo. Genau, aber ihr wisst auf alle Fälle, wo der Boron-Tempel des Schwarzen Lichts ist und da könnt ihr dann auch in einer dunklen Ecke Bruder Stygoma finden. Boron zum Gruß, wie kann ich euch helfen? Boron zum Gruß, seid ihr der Mann, der den Stab des Vergessens entdeckt hat? Den Stab des Vergessens? Nein, das war nicht ich. Der wurde vor einiger Zeit von einem Totengräber hier gefunden. Wie hieß er doch gleich? Grasberger. Grasberger. Er hat auch verschiedene Beinamen bekommen. Der Tod, Bruder Zyriak oder Fallensteller Reto, aber hier in Garret war er bekannt als Goran Grasberger. Dann fehlt noch ein Name auf der Liste, oder? Schaut mal zu Abelmir. Abelmir, was wäre mal der letzte Name? Lass mich kurz überlegen. Brutz, Vollmin, Mehlteuer, Gerdenwald. Und dann stand danach auf diesem anderen mit dem Stab des Vergessens Grasberger drauf.
Ich erinnere mich, das ist in dieser Reihenfolge. Ich kann mich daran erinnern, dass auf dem Boron-Anger im Süden von hier ein Ort ist, an dem all diese Menschen nebeneinander begraben sind. Ja, der Lilian Hall. Zumindest die ersten vier. Oder die letzten vier. Bei dem Fest. Bei dem Fest wisst ihr doch noch, dass Lilian Hall einmal geschlafwandelt ist. Korrekt. Bei dem Ritterturnier. Ihr habt ihn wiedergebracht. Aber wir haben ihn von dort geholt. Dort haben wir ihn gefunden. Dort hat er gebetet anscheinend oder eine Vision empfangen. Hm. An diesem Stein. Also. Ich weiß zumindest, dass ich vier von ihnen bestattet habe. Koran Grasberger allerdings nicht, er lebt noch. Unseren diesen Grasberger. Ich glaube, er ist nach Winhall gegangen. Ist nun schon einige Zeit her. Aber ja, er hat, wie gesagt, einen Gedenkstein aufgestellt. Er hat nie gesagt, warum. Als Totengräber dort oben war er natürlich dafür dazu befähigt, aber er hat einen Stein dort. Allerdings ohne ein Sterbedatum oder ein Geburtsdatum, nur seinen Namen. Warum sagte er nie? Warum? Was könnt ihr uns über die Beerdigung von Putzens erzählen, der Ehemann? Das ist schon... sicherlich. Das war kurz nach dem Orkensturm. Nicht vor einem Jahr, sondern wann war denn der dritte Orkensturm? Ich glaube, das war 1012. Ja, kurz danach war es. Er und einige seiner Gefährten aus den Maraskan-Kriegen haben ebenso hier gedient und sind dann hier beigesetzt worden. Könnt ihr euch vorstellen, warum der junge Selindian gerade vor ihren Gräbern Halt machen sollte? Vor ihren Gräbern? Wie Boron mit seinen Auserwählten spricht, mag verschieden sein. Ich kann den Willen eines Gottes nicht deuten, auch wenn ich es versuche, aber... Ist er vor ihren Gräbern stehen geblieben, oder wie lief dies ab? Ist er vor Grasberger stehen geblieben? Er kniete auf jeden Fall vor der Tafel von Grasberger nieder, wenn ich mich nicht irre. Wir sahen ihn auch vor dem Grab, wo Putzvollmin, Mehlteuer und Gerdenwald war. Dann ging er weiter, von einem Raben geführt. Von einem Raben geführt. Dann ist es verwunderlich, dass er vor Koran Grasbergers Stein stehen blieb, denn dort liegt niemand begraben. Wie gesagt, er lebt noch. Stand etwas auf diesem Stein? Vergessen, erinnert, verflogen, nicht wahr? Wenn dort niemand begraben liegt, könnte man gucken, ob dort etwas begraben ist? Oder wäre das Boron ungefällig? Nun... Nicht, wenn dort niemand begraben liegt. Hat er da vielleicht seine Erinnerung begraben? Oder den Stab? Genau, seine Erinnerung, sein Stab, und deswegen liegt dort auch sein Name. Nicht sein Leichnam, aber seine Erinnerung an was auch immer. Das würde zumindest mit dem Vergessen Sinn machen. Ist es wirklich Boron gefällig, ein Grab zu öffnen? Es ist ja kein Grab. Dort niemand vergraben ist, aber es ist doch heiliger Boden. Nur um ein Grab innen an offenem Friedhof zu schaufeln, müsste ebenfalls ein Loch in den Boden stechen. Nun ja, es dient aber einem Zweck, jemanden zu begraben und nicht ihn auszugraben. Aber dort liegt ja niemand. Es ist trotzdem heiliger Grund. Das solltet ihr doch am besten wissen. Ja, wie seht ihr das? Bruder Stigma. Nun, Koran Grasberger war selbst ein profaner Totengräber, bevor er die Boronweihe erhielt. Was er dort auf dem Friedhof getan hat, wird höchstwahrscheinlich sehr Boron-gefällig gewesen sein, aber
Auch er stach mit seinem Spaten in bohrenheilige Erde, grub sie um und schuf Löcher. Denn es ist dem Boron ja nicht ungefährlich, Löcher in seinem heiligen Boden zu graben. Nur das Schänden von Leichen. Und wo keine Leiche ist, kann nicht geschändet werden. Koran Grasberger müsste jetzt um die 60 sein? Könnten ihn natürlich vielleicht fragen. Etwas älter als 60. Wie gesagt, er lebt in Vinhal. Wenn wir nicht diese unausgesprochen ungünstige Zeit hätten, dann würde ich sagen, reiß doch einmal zu ihm. Aber in diesen Zeiten ist dies, glaube ich, nicht unser Fokus. Also ich würde ganz gerne nachgucken, ob dort etwas begraben liegt und mich auch dazu bereit erklären, das alles wieder zuzugraben. Damit hier nichts in Unordnung gerät, falls es einfach nichts ist. Vielleicht könnt ihr uns begleiten, damit wir uns nicht den Zorn des Herrn Boron auf uns ziehen. Selbstverständlich. Dies werde ich tun. Bruder Stygomar würde euch begleiten. Komm, Raffi, nimm mal da so eine Schaufel, das große Arme. Ich glaube, du kannst das richtig gut. Ja. Wo ist denn eine Schaufel? Na, warte, ich nehme die hier. Die sieht doch gut aus. Ich schnapp mir eine Schaufel und dann gehen wir da hin. Wo war das denn nochmal? Oh, hier sieht doch alle gleich aus. Und dann folgen wir Bruder Stygomar zum Ritter. Ja. So soll es geschehen. Wenn ihr gemeinsam mit Stygomar selbst den Ort wieder erreicht, der dieses Mal von Sonnenschein noch berührt wird, könnt ihr wieder vor dem Grabstein stehen bleiben. Ihr erkennt dort die Zeichnung bzw. das stilisierte Symbol. Das habt ihr auch beim letzten Mal schon gesehen. Natürlich die Inschrift. Ihr erkennt sie wieder, habt sie jetzt auch am heutigen Tage schon einmal zitiert, aber darüber ein Stab abgebildet. Und? Ist der Stab diesmal ganz? Wie beim letzten Mal. Okay, also zerbrochen, drei Teile. Nun, vergessen hat man den Stab wohl. Es wird Zeit, dass man sich wieder an ihn erinnert. Hör auf. Ja, ich fange an zu graben. Ja, wenn du reingräbst, wirst du erkennen, dass nach 1, 2, 3, nach wenigen Spatenstichen klockt es auf Holz. Ja, Raffin fängt mal an, die Erde dann einfach mit den Händen zu entfernen. Was grabe ich denn da aus? Was für eine Größe hat das? Ja, nicht sackgroß, sondern es ist tatsächlich eher sowas wie eine Art Schaft. Wenn du das dann erkennst, ungefähr so groß wie deine Faust. Länglicher Gegenstand. Wenn du... Ja, möchtest du es berühren? Möchtest du es rausziehen? Ja. Ich fasse es an und zieh's raus. Alles, was du tust, passiert in Zeitlupe. Satinav selbst hat dich auserwählt. Eine unendliche Ruhe und eine Sicherheit, die dich einhüllt. Der heilige Gegenstand, der Stab des Vergessens. Er wiegt leicht in deiner Hand, als du ihn rausziehst. Unerschütterliche Sicherheit. Ein heiliger Talisman. Tief ein. Du erinnerst dich. Tatsächlich. Er war mal in Al-Anfa. In der Hand von Tar Honak. Und jetzt besitzt du ihn. Ja, wenn Raffim die Hand wieder nach oben streckt, können die anderen erkennen, dass er den heiligen Talisman der Boronkirche in seiner Hand hält. Ein Stab aus Visrangi-Holz gefertigt mit fremdländischen Verzierungen. Ist er das? Gagari. Unfassbar, einfach so hier vergraben? Ah, das war simpel. Gepriesen sei der Herr des Vergessens, denn er hat uns etwas wiedergegeben. Ah, spürt ihr dies auch? Die unendliche Ruhe. Team legt den Stab von einer Hand in die andere. Wo waren wir?
Ach, ich wedel mal so mit einer Hand vor seinem Gesicht und gucke auf seine Reaktion. Du merkst, er folgt so ganz langsam deiner Hand. Ja. Wisst ihr, er war schon einmal in Al-Anfa. Er sprach zu mir. Zu euch? In der Kom oder wo? Ich weiß nur, dass Herrn Hunak, dass seine Heiligkeit Hunak ihn führte. Ich sehe nicht alles. Wirklich? Dann hat der alte Leo Meyer noch keinen Blödsinn erzählt. Ein seltsames Gefühl. Bruder Stykomar folgt dem Bohrenglauben, der hier vor Ort gültig ist, nehme ich mal an, richtig? Ja, selbstverständlich. Er ist dem Puniner Ritus zugehörig. Ich muss ihn übergeben. Und Rafim würde mit dem Stab in der Hand loslaufen. Ah, ein Stab, der einen berauscht macht. Sind wir sicher, dass der zu Bohren gehört und nicht zu Raya? Also er macht dich nicht berauscht, ne? Also du hast nur gemerkt, er macht dich aber er sieht aus, als wäre er berauscht, deswegen sag ich das. Ja, genau. Wo wollt ihr hin? Immer hinterher. Was? Rafim, wo willst du hin? Was ist los? Wo musst du hin? Wohin? Lasst ihn ein wenig gehen. Wenigstens bis zum Ende des Bohrenlanges. Naja, zu einem Geweihten. War da nicht gerade einer? Rafim schüttelt einmal den Kopf, als du das sagst. Nein, einer von den... Er geht mal an dein Ohr. Einer von den Echten! Ach so, einer von den Karinos. Ja. Irgendwann wird er sicherlich feststellen, dass Taronak oder Tarquinio Horak seit 20 Jahren tot ist. Rafim, wenn du es zu den Echten Geweihten bringen kannst, willst, gib ihn doch einfach mir. Ich kann ihn zu meinem Onkel bringen. Du merkst, Rafim legt so den Kopf zur Seite. Er scheint zu überlegen. Ja. Ich würde ihm mal dir den Stab mit einer Hand in die Hand geben. Spürst du es auch? Frieden? Ich fasse den Stab an. Ja, du wirst von der gleichen Ruhe begriffen. Und spürst das, was der Stab des Vergessens so ausmacht. Diese Ruhe, diese innere Gelassenheit. Alles ist ruhig. Ich atme tief durch, mach die Augen zu und schau dann eigentlich wieder ziemlich normal. Es hat wirklich einen ähnlichen Effekt, als wenn ich in einem Raya-Heiligtum bin. Dieser Frieden. Tut mir bitte einen Gefallen. Ihr habt den Stab jetzt nach vielen Jahren wiederentdeckt. Vernichtet bitte damit den schwarzen Drachen und verhindert, dass er unsere Boron-Anger leer räumt. Was er danach mit dem Stab macht, sei mir gleich. Überfass diesen Stab auch mal aus dem Revier. Wir werden unser Bestes tun. Den Frieden, Ömer, den Frieden. Gibt es eine bestimmte Liturgie oder so etwas, um diesen Stab zu verwenden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oft wurde dieser Stab nicht geführt. Ob Taronak wusste? Sicherlich. Er hat doch damals im Krieg gegen die Novadis ihnen das Vergessen gebracht. Es wird sicherlich so etwas wie eine Art Auslöser geben, aber Boron selbst wird sicherlich dann die Worte enthüllen, wenn es soweit ist. Wer starken Glauben hat, dem wird auch der Sinn dieses Stabes schon zuteil werden. Ich werde zu den Zwölfen beten und sie um Rat bitten. Wir könnten einen seiner Nachfahren fragen. Wir werden nicht Yasafar nach Al-Anfa schicken, damit er euch zu eurem Patriarchen bringt. Das meinte ich nicht, aber das wäre wunderbar. Nein. Bei uns ist auch so möglich zu kommunizieren, wenn der heilige Herr Boron es wünscht. Der Stab ist viele Tausende von Jahren alt. Viel Erfolg. Lasst mich darüber meditieren, darüber beten. Dann werde ich mehr herausfinden. Ja, ich würde jetzt die anderen beiden anschauen. Lasst es ihn zu deiner Familie bringen, Herr Carino. Dort ist er sicher. Immer zieht die Hand wieder weg vom Stab. Was eine innere Ruhe.
was eine Ruhe dieser Stab ausstrahlt. Wunderschön, nicht wahr? Sorgenfrei. Sollten wir diesen Stab nicht vielleicht eher auf geweihtem Boden verwahren und nicht in irgendeiner Villa? Ich stimme zu. Er wird sicher sein bei den Dienern Borons. Die letzten, die wir diesen Stab übergeben sollten, sind anderen vorne. Du merkst, Rafim hat ihn in der Hand. Ja, ich hatte ihn ja auch in der Hand jetzt. Ja, ja, also ich habe ihn in die Hand gelegt. Aber ich habe ihn nie losgelassen. Ach ja, aus meinem Stab kannst du jederzeit in die Hand nehmen. Gerne. Lass ihn uns zuerst in die Halle der Ekstase bringen. Dort kann ich ihn untersuchen. Ja, hatte nichts gegen. Und wir schicken einen Boten zu meinem Onkel, dass er zu uns kommen soll. Vielleicht sogar in den Hesinde-Tempel stattdessen. Vielleicht kann uns der Vorsteher etwas weiterhelfen. Er ist sehr geschichtsbewandert. Und wenn er vor Carlotta und seinen Schergen sicher sein soll, dann auf jeden Fall in die Stadt des Lichts. Dort ist noch nie ein Artefakt entwendet worden. Da verschwinden alle Sachen immer. Nun, denkt dann auch, Alett. Ich will nichts sagen, aber dann kriegen wir ihn bestimmt nicht wieder. Ja, das wollte ich auch sagen. Nein, ich denke, die Halle der Ekstase ist wahrlich der beste Ort, vor allem weil diese Ruhe, die hier ausströmt, diese Harmonie durchaus dort am besten aufgehoben ist. Das ist die Ruhe Borons. Aber hier sind die Tempel. Keine schlechte Idee, doch ist dort überhaupt noch jemand? Auf jeden Fall Walner Yitzchok. Ich denke nicht, dass die Hesinde-Geweihten in die Schlacht gezogen sind. Und die Drakoniter sind. Selbst die meisten Raya-Geweihten in die Schlacht gezogen. Die meisten Hesinde-Geweihten können doch gar nicht kämpfen. Man kann eine Schlacht auch anders als durch reine Kampfeskraft unterstützen. Unterhaltet euch mal mit Hanswim. Ja, aber ich denke, die meisten dieser Geweihten sind ja auch nicht unbedingt kriegsbewandert. Sondern belesen? Mathematiker? Sowas? Das ist ja nicht schlachtenrelevant. Gut, jedenfalls zu einem der beiden Tempel sollten wir das Artefakt bringen. Carino, was denkt ihr? Euer Tempel? Wir kommen am Hesinde-Tempel vorbei. Machen wir dort einen Abstecher. Und mit diesen Worten geht ihr in Richtung Norden.